In diesem Video zeigen wir dir, wie du einen Fadendruck machen kannst. Du brauchst dazu Mehl, ein Walzbrett, Papier, Pappe, doppelseitiges Klebeband, Farbe, eine Schere, eine Walze, eine Schnur und einen Löffel. Die Pappe wird mit dem doppelseitigen Klebeband beklebt. Wenn ein Rand übrig geblieben ist, kannst du ihn mit der Schere abschneiden. Zieh die Schutzfolie von dem doppelseitigen Klebeband ab. Wenn du alles entfernt hast, nimmst du die Schnur und legst sie in einem Muster deiner Wahl auf das Klebeband. Drücke die Schnur gut fest. Wenn du zufrieden bist, nimmst du ein bisschen Mehl, streust es auf deine Pappe und verteilst es auf allen Stellen, die jetzt noch kleben. Klopf das Mehl ab. Es dient nur dazu, dass das Papier später nicht auf dem Klebeband kleben bleibt. Nimm eine murmelgroße Menge Farbe und gib sie auf das Farbbrett. Verteile die Farbe gleichmäßig auf der Walze. Walze nun mit der Farbe deinen Druckstock ein. Dabei wirst du sehen, dass die Schnur die Farbe abbekommt, das Klebeband auf der Pappe hingegen weiß bleibt. Jetzt nimmst du ein Papier und legst es auf deinen Druckstock. Streiche mit den Händen darüber. Nimm nun den Löffel und reibe in kreisförmigen Bewegungen über das Papier. Um nachzuschauen, ob dir der Druck gelingt, kannst du eine Ecke des Papiers anheben und darunter schauen. Achte darauf, dass es nicht verrutscht. Jetzt ist dein Fadendruck fertig. Du kannst zum Beispiel noch eine zweite Farbe nehmen und deinen Druckstock erneut einwalzen. Nimm deinen eben entstandenen Druck und lege ihn auf deinen Druckstock. Reibe wieder mit dem Löffel darüber. Jetzt hast du einen zweifarbigen Druck. Das Ganze kannst du beliebig oft und mit beliebig vielen Farben wiederholen. Das Farbbrett und die Walze kannst du unter fließendem Wasser abwaschen.